da habe ich heute wieder reichlich Stoff eingenommen, mitgebracht. Und zwar zwei Staffeln Tuaru Majutsu no Index. Insgesamt 50, also circa 50 Episoden, die euch reichlich verwöhnen mit Frauen. Mit vielen Frauen und einem coolen Typen. Dieser coole Typ nutzt nur selten die Gelegenheit, diese Frauen zu genießen. Das ist wieder dieses allgemeine Phänomen. Ja, der hat die Chance, nutzt sie aber nicht. Der hat ja viel mehr Spaß, sich eine neue Frau zu angeln. Da gibt es eigentlich keine Story. Das ist, was man sagen kann, ist der Kampf zwischen Wissenschaft und Religion. Und da gibt es auch keinen richtigen Gewinner. Man hat hier den, wie heißt er jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Moment, da muss ich jetzt mal nachschauen, meine Damen und Herren. Oh, da muss ich aber... Okay. Wo ist der Scheiß? Achso. Sorry, die Musik ist cool, ne? Hier. Toma. Kamishio Toma. Der Name kommt so oft vor, ihr dürftet den eigentlich gar nicht vergessen. Ist auf meiner Anime-Seite hier, also nicht auf meiner, auf der ich mich so momentan rumschleiche, recht beliebt. Hat eine große Fanbase. Hat auch ein Spin-Off von dem Mädchen dieser Serie. Spin-Off habe ich mir noch nicht angesehen, habe ich mir noch nicht gegeben. Der hat auch reichlich Filmmaterial und OVAs. Also ist wirklich viel. Könnte ich mal alles angucken. Würde, glaube ich, etwas Zeit dauern. Okay, der ist was mit Itchy. Ich habe da was mit Itchy gesehen, okay. Oh, sogar auf German Sub, das muss ich mir kurz reingucken. Okay, das Bild hat mich verschreckt. Was kann ich dazu sagen? Ein junger Mann mit, was wollte ich gerade sagen? Ein junger Mann in einer Stadt voll mit Menschen und Fähigkeiten. Die Fähigkeit besitzen, Magie zu schießen, nicht Magie, das ist, die sind essbar und haben alle eine Fähigkeit. Da gibt's diese links, die kann, Elektrostöße schießen. Und ist somit ein Level 5er Magier. Magier? Essbar. Und der junge Mann, den wir gerade gesehen haben, also der Kamishio Toma, er hat die Fähigkeiten halt mit seiner Hand alles zu neutralisieren. Also ist er, so gesehen, ein Schwächling. Der kann sich halt nur gut verteidigen. Und das war's eigentlich. So schlägt er sich halt durch die Religion, durch die Wissenschaft, steht eigentlich auf keiner Seite. Nur zu den Charakteren jetzt, ja. Das sind ends viele Charaktere. Nie im Leben könnte ich jetzt mir alles aufreimen, welches da gibt, weil das ist ein Anime, wo es keine Story gibt. Der ist einfach. Der läuft einfach. Der Anime läuft. Hat eine Handlung. Die Handlung endet innerhalb von maximal 3 bis 4 Folgen. Und eine neue Handlung fängt an. Das ist so ein. Gibt's ein Prinz? Was ähnliches habe ich gerade nicht im Kopf. Also, es ist jetzt nicht so ein. Esselwold, der über eine ganze Staffel nur das eine Thema behandelt. Das ist einfach hier eine Handlung. Darauf reiht sich die nächste Handlung ein, das nächste Problem. Dann lernt er das nächste Mädchen kennen. Mädchen verliebt sich in den Jungen natürlich. Und die einzige, die in seiner Nähe bleibt, ist die Index, das kleine Mädchen, dessen Name auch im Anime-Namen steht. Da finde ich aber dieses System finde ich gar nicht schlecht, denn mir gefällt es sowieso nicht, wenn ein Thema extensiv behandelt wird. Da finde ich schon Animes ohne Handlung, also ohne Drama, wirklich viel angenehmer als jetzt sowas wie SAO, ja. Zum Beispiel so ein freies Sword Art Online, wo man nicht diesen Druck hat, dass man in der Serie, wenn man, also dass der Typ dann stirbt, dass er da verreckt, dass er weg ist. Diesen Druck, auf den habe ich keinen Bock. Aber hier gibt es den Druck nicht. Jeder überlebt. Nur das Einzige, was passiert, dass der Typ irgendwie einen Dachschaden hat. Wortwörtlich Dachschaden. Also Kopfschaden. Werdet ihr auch später sehen. Also dort gibt es sehr viele Frauen. Ich könnte vielleicht auf Anisearch mal gucken. Anisearch.
die Aufzählung. Mindestens 30 Frauen. Ja, und die Männer sind auch coole Socken. Da gibt es Style, der Feuermagier. Da gibt es, wie heißt er nochmal? Tsukimi Shadow. Tuaru. Noma Jutsu. Da ist es doch. Okay. Okay, sorry. Die Charaktere. Sorry, wenn es gerade so ruhig ist, aber hoffentlich die Musik. Hier, da haben wir Index, ja, da haben wir Mikoto Misaka, da haben wir Komoe Tsukuyomi, da haben wir den Accelerator, das ist anfangs ein Feind, verbündet sich aber wie jeder andere auch. Anfangs, jeder, der ein Feind war, wird mindestens ein Freund oder verschwindet. Aber das, nee, verschwindet du. Es verschwinden nur sehr wenige. Der hat wirklich sehr viele Charaktere und die Macher versuchen die besonders am Ende alle einzubauen. Das Ende von der Staffel 2 war auch eher offen, so dass man vielleicht auf eine dritte Staffel hoffen kann. Mir wurde auch gesagt, dass der Mangaka sich eine Pause gönnt und deswegen auch wir etwas warten könnten. Gut, wir haben denn die Kuroko Shirai. Wir haben die Kaori Kanzaki, auch ein Mädchen. Sherry kaum will ein Feind, auch ein Mädchen. Ja, Tsushimi Kado heißt der Typ. Der ist auch eine coole Socke. Zwielichtig der Typ, wirklich zwielichtig. Da haben wir die Kasakiri, auch ein Vibe. Ja, gönnt euch ja erstmal diese geilen Bilder, die ich euch mitgenommen habe. Sehr viele heute, sehr viele dabei. Kasakiri, auch ein Vibe. Himigami, auch ein Vibe. Maika, auch ein Vibe. Misaka ist die... Diese, was ich besonders gut fand, war diese Handlung mit den Klonschwestern, also von der Misaka. Da geht es sehr viel um Liebe zwischen Mädchen. Ja. Da gibt es die Kreuzself, eine Russin. Da gibt es die Krauli. Ah, da gibt es noch so viele andere Weiber. Ich könnte auch noch zur zweiten Staffel kommen. Da gibt's besonders diese Schwestern, diese wie heißen die, diese Nonnen, genau. Die sind auch alle so zwielichtig. Entweder sind die Feinde oder sind die nicht Feinde. Was soll man da sagen? Am Ende kann man immer noch nicht sagen, ob die Feinde oder Freunde sind. Aber natürlich der größte Sympathieträger ist Index. Und Doma Kamijo, ob der wohl seinen Job als guter Protagonist gerecht wird. Ich sag mal, Index sehr gut. Kamisho Toma könnte vielleicht etwas nochmal Badass sein. Der ist immer dieses klischeehafte: Nein, das Mädchen lasse ich nicht zurück. Ich werde es retten. Nein, geh weg von der. Ich mach das. Ich erledige die Aufgabe. Die ist so viel zu schwer für dich. Ich beschütze dich. Immer, ist doch immer das Gleiche. Ich finde, Inuyasha ist der einzige Anime, der das gut gemacht hat. Aber hier, die hauen schon etwas mehr auf den Putz. Pritsch. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Ich lehne mich erstmal zurück und schaue weiter Animes.